Also ich habe noch keinen Stecher gemacht. Sergat hat er das gemacht. Sergat hat das nicht gemacht. Hahaha, fick deinen Kopf. Fick dein Kopf, Alter. Alter, ich habe das beste Zitat ever. Shit, fick dein Gesicht. Shit, fick in dein Gesicht. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Couchnups. Ich habe eine neue Art entwickelt, ein Kappel zu tragen. Neben mir sitzt der Jaden, ich bin der Prox. Und zwar meine neue Art, ein Kappel zu tragen, ist folgendermaßen. Ihr kennt es ja, wenn ihr ein Kappel tragt, beziehungsweise ihr kennt nein, ja diese... Nein, kenn ich diese, nicht. Diese, erklär mir bitte mehr über diese neue. Ja, es gibt die Möglichkeit, das Kappel so zu tragen, dass es komplett auf deinem Kopf ist, okay, und kein Zwischenraum zwischen deinen Haaren und dem oberen Ende deines Kappels ist. Das also wenn man Kappel halt aufsetzt. Normale Art. So, dann gibt es die Art, die einige Krocher früher entwickelt haben, mhm, in langer Arbeit. Das Kappel mit so wenig Aufwand und wenig Kraft wie möglich auf das Haupt zu, wie soll ich sagen, zu schupfen, damit es so leicht wie möglich drauf sitzt und so hoch wie möglich drauf sitzt. So. Das klingt ziemlich beknackt. Und ich habe jetzt eine super Idee, beziehungsweise ich habe das Kappel auch gerade so auf. Ich habe nämlich jetzt die hintere Hälfte des Kappel in die vordere Hälfte des Kappel eingefaltet, mhm, so wie Kappel normalerweise beim Kaufen irgendwie eingeschlichtet sind und trage jetzt quasi nur ein Viertel Kapperl, also nur ein halbes Kapperl, aber es ist trotzdem cool. Ja, yeah, that sounds very legit, ja. Yeah. Ja, ist, hallo, es ist urgut und du weißt gar nicht, oh mein Gott, das fickt gerade mit meinem Verstand. I get that a lot. Oh mein, was machst du da? Ich mach Schrauben raus. Was? Ja was? Ich mach Schrauben raus. Was ist dein Problem? Siehst du doch. Was geht da ab? Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Machine Gun Joe, oder was? Laser Joe, bitte. Laser Joe. Menschen nennen ihn bei seinem Namen. Ja? Das ist hier nicht... Das ist hier nicht Maschinenrassismus. Das ist hier nicht wünscht dir was. Ja. Kannst nicht einfach rumgehen und dir da meinen, ah, oh, da Machine Gun Joe hat gar keine Machine Gun. Ja, so schaut's nämlich mal aus. Was geht da? Ja, ich hab einen Shortcut gemacht. Weil ich zu gillig bin. Was? Du hast keine Ahnung, was abgeht, gell? Nein. Also, fühlt es sich so an, wenn man Drogen nimmt? Das und noch mehr, ja. Okay, ja, dann. Also, Super Mario ist besser als Drogen. Das könnt ihr auf jeden Fall mitnehmen. Super Mario ist besser als Drogen. Das ist die große Moral von unserem kompletten Let's Play. What the fuck geht da ab? Ey, cool, wir skippen einfach einen ganzen Level, oder? Nein. Ja, der ist ein bisschen schwierig zu kontrollieren, aber er ist ganz lustig. Ja, Entschuldigung, ich bin gerade hin und weg von diesem Level. Wer hat sich das ausgedacht? Wer ist dieses kranke... Die Spielzeuggalaxie. Und... Ja, ich habe früher meinen Kindern... Also, ich habe früher auch Spielzeug bekommen. Ich habe früher meinen Kindern... Du hattest schon Kinder? Ja, Was weiß ich nicht. Die haben wir nicht zertaugt. Die haben wir nicht zertaugt, die habe ich umtauscht. Der hat sich eintauscht gegen... In einen Computer, in einen Gaming-PC. Gegen einen Steam-Account. Hui, ein Roboter. Das ist ein Mecha-Bowser. Das ist ein Mecha-Bowser? Ja. Aber das schaut gar nicht aus wie ein Bowser. Sicher tut er das. Ich weiß nicht, was du für Augen hast. Funny. Funny. Joke. Nein, sollen wir den Seagull-Song singen, oder? Rocking and rolling, down to the beach I'm strolling, but the seagulls, they poke at my head, not fun. I say seagulls, stop it now. Und es geht 10 Minuten lang so. Da können wir ja weitermachen. Haben wir ja noch 10 Minuten. Rocking and rolling. Down to the beach I'm strolling, but the seagulls, they poke at my head. Not fun, nicht day. I said seagulls, stop it now. Es ist immer noch Yoda.
Das vergisst ihr manchmal. Es ist so behindert. Ich kenn's auswendig. Ja, ist auch nicht besonders lang. Ja, es ist... Even though it looked like it's the future, it's really a long, long time ago. When there were knights and they got into fights using sabers of light. Even though it looked like so familiar, it's not really a looks nerf. And sounds familiar, oder was? And it looks so familiar, glaube ich. Wirklich? I don't know. It's not really an Earth, it's a galaxy far, far away. Wir zerlegen übrigens gerade den Roboter, DNA, ja, nur so nebenbei. Walking around every day, and no one notices. Was? Okay, okay. Alter, ich, an mir ist eine Sängerkarriere verendet. Ja, I guess so. Verendet? Ja, das ist das Richtige. An mir ist ein guter Sänger verendet. Ja, so kann man es auch sagen, ne? Wow, Carmack. Carmack me, bro, Alter. Weißt du, was ich letztens wieder bemerkt habe, warum mich der Name Carmack so fertig macht? Ja, wieso? Fucking wegen Doom. Da gibt's ja Dr. Carmack. Ach ja. Und der Film mit Dwayne Johnson ist einfach, der hat einen Oscar verdient. Naja, einen Oscar nicht, aber... Der ist so cool. Der ist so gut. What the fuck, sind wir jetzt in seinen Speicherkern? Oh, aber der Roboter wollte doch nur Liebe fühlen. Das warum, weißt warum, du nicht. Warum müssen wir ihn zerstören? Er wollte doch nur Liebe. Ja, vielleicht hat er versucht, die Spielzeugwelt zu zerstören. Schon mal daran gedacht? Ach, du lügst. Schon mal daran gedacht? Das ist die Spielzeugindustrie, die dir das einreden will. Möglich. Die wollen nur dein Geld. Die wollen dein Geld und deine Jugend. Und deine Tränen. Und sie können alles haben. Alle drei Sachen. Und lass bitte dein Mikro stehen. Nein. Never. Ja? I never knew my daddy didn't care about me. That horizons is all my macro binocular see. My aunt and uncle double sons, I'm sipping blue milk. My aunt and uncle double sons, I'm sipping blue milk. And then a desert hoe came to told me. Came and told me. He came? Oh. That we all have a duck chicken woman thing waiting for us. Every day I worry, all day. Oh God. About what's waiting in the bushes of love. Oh God. Something's waiting in the bushes for us. Something's waiting in the bushes. Das ist, of es love. Ist erstaunlich, wie gut dieses dumme Lied ist. Es ist so gut. Ja. Es geht nicht um den Text, es geht einfach nur ums Pacing und ja. um die Repetition. Sind das nicht einmal zwei unterschiedliche Züge gewesen? Ja. Jetzt ist es einer. Hat jemand umgebaut. Wer? Ich. Das ist irgendwie pervers, in einem Spiel einen Super Mario zu verbauen. Sein altes Ich quasi. Na, keine Sorge, den werden wir uns noch ganz genau anschauen jetzt. Echt? Es ist krank, das ist Kannibalismus. Nee. Hallo, das ist wie wenn du in ein Spiel... Hey, ich entwickle jetzt, keine Ahnung, WoW. Das ist, als würdest du Uncharted 4 releasen und Nathan Drake wird Crash Bandicoot spielen, oder was? Nein, es ist so, als ob du scheiß eine neue WoW-Expansion machst und in Stormwind ganz groß hast du fucking WoW-Logo auf dem Billboard. Es wundert mich, dass sie das noch nicht gemacht haben. Ja, so... Kommt noch. Na, so weit würden sie, glaube ich, auch nicht kommen. Ich glaube vor allem, dass sie bald Werbung in World of Warcraft verkaufen. Also Werbebanner in World of Warcraft. Werbeplatz. Also es geht... Ah ja, genau, ich war schön. I know. Ist das eine Niete? Oh ja, natürlich. Eine Schraube. Das ist ja voll... What the heck? Mhm, ja. Ich weiß nicht. Das Momentum von der Drehung... mit der du die Schraube reingedreht hast, hat sich fortgeführt. Ja. Bis auf die andere Seite. Genau. Oh, das wäre so scheiße, wenn du da im Kringel raufgehen müsstest. This is not some bullshit game. This is a Mario Galaxy. Galaxy. Oh, das ist Lava. Yep. Der Boden ist gehievt. Ich hasse diese Teils. Die gehen, gell? Die sind okay.
Da musst du schnell sein, weil sonst fallst du runter. Yep. Schnell. Jaden, schnell. Ich bin dabei. Mach schnell. Mach lang, Alter. Ja, na scheiß an. Hammer. Bahama. Ja, wir sind noch nicht fertig. Geh allein. Mach allein. Geh mal lang. Geh mal lang. Und oder zwei Short. Und zwei Short. Man weiß sofort, worum es geht. Sag. Du Sozi. Wo habt ihr die Schokolade her? Na, von der Nachbarin haben wir die. Die haben von der Nachbarin. Na, wann habt ihr die gekriegt? Na, zu Ostern. Na, wann zu Ostern? Na, heute. Ist der ganze Tafel Schokolade allein. Das sind 300 Gramm Sapperlot. Wo ist die Schokolade? Worum geht's da gerade? Geht's da darum, dass er eine Tafel Schokolade gegessen hat? Ja. Weißt du, bis das Wochenende bei deiner Tussi willst du ramsen? Oh Gott. Das nächste Mal bei Kurt Schnups gibt's mehr reused Witze, die uns nicht gehört. Ciao, Papa. Und alte Teamspeak-Mitschnitte. Bis morgen über bei der alten Lucy Ramsen. Hast du verstanden, Missgeburt? Ich schwöre, ich hau dir so derbe in deine scheißverdammte Fresse, Missgeburt. Wenn ich dich noch einmal in der Liga cheaten sehe, bums ich deinen Arsch, mein Nigger. Ich ficke deine ganze Generation, das schwöre ich dir. Kommt so ein Spasti wie du da her. Nein. Also wartest du, jedes Mal zu lang zu kommen, mir einen Header zu geben. Ich meine, bist du behindert im Kopf? Oh, da geht's gar nicht zu und so. Auf sich ja geht's gar nicht. Ey, sag mal, was, bist du so behindert oder süß? So. Ey, sag, ich hau dir in den Wenn ich dich noch einmal in der Liga cheaten sehe, bums ich deinen Arsch, meine ich. Es ist so geil. Du bist so ein Hurensohn. Das ist langgezogene U. Du bist so ein Hurensohn. Ey, meine Freundin, ne? Die macht so Betreuung von so behinderten Kindern. Und die sind mit dem Bus in der ganzen Gruppe in den Zoo gefahren. Und packt einer von denen, packt einen Pinguin ein. Einfach den Rucksack auf und Pinguin reingestopft und ist mit dem Pinguin wieder nach Hause gefahren. Alter, wie nimmst du den ganzen Pinguin mit? Bei mir kann man das so geil vorstellen. Einfach nur zu Hause ein scheiß Pinguin auspacken. Ja. Und der schaut einfach nur doof. Bist du jetzt meine Mami?